Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FIFA 17 auf Crunch Time United. Ich bin der Max und ich wünsche dir erstmal einen schönen Start in die neue Woche. Ja, wieder Montag, aber wenigstens ein bisschen Ultimate Team. Damit kann ich dir hoffentlich den Wochenstart versüßen. Allerdings muss ich zugeben, ich brauche ein bisschen deine Hilfe. Also Manageraufgaben habe ich jetzt so ein bisschen Vorarbeit geleistet. 10 von 14 Aufgaben. Wir haben jetzt hier noch, dass wir eine Partie spielen müssen. Das werden wir jetzt gleich machen. Dafür bekommen wir 3 Objekte. Und ich denke, die anderen Sachen kriegen wir auch noch hin. Fitnessverbrauchsobjekt kann ich nach dem Spiel machen. Verkaufe einen Spieler auf dem Transfermarkt. Ich habe einfach mal irgendeinen Bronzespieler reingeklatscht. So. Squad Building Challenge. Ich habe gerade eben mal ganz kurz reingeschaut. Das ist ja sehr breit gefächert von Basis, Profi etc. Lohnt sich das, diesen Modus, wenn man das so nennen kann, zu machen? Oder sagst du, nee, eher nicht? Es haben auch viele von euch in die Kommentare geschrieben, Road to Glory. Auch da vielleicht nochmal ganz kurz, was meinst du damit ganz genau? Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich Ultimate Team so aktiv spiele. Ich verstehe da runter halt immer, ich bin jetzt in Liga 10, egal ob jetzt im Einzelspieler oder online, und spiele mich halt nach oben. Das wäre jetzt so meine Vorstellung von Road to Glory. Gut, ansonsten werden wir heute definitiv trotz allem ein bisschen über die Champions League quatschen. Jetzt zeige ich dir noch ganz kurz mein aktives Team. Ja, das ist momentan relativ hoch, weil ich noch die ganzen Leihspieler habe. Also das sehen wir hier, 7 Verträge, 5, 3, in der Mitte 7, 5. Also, und dann halt auch noch ein paar Bronzespieler dabei. Ganz für die Startelf hat es da nicht gereicht, um nur geile Spieler mit drin zu haben. Kannst mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob man sich diese Spieler eventuell aufheben sollte und jetzt solche Spiele eher mit Bronzespielern macht. Jetzt spiele ich erstmal mit dem, was ich hier gerade eben zur Verfügung habe. Gut, dann gehen wir raus. Wie gesagt, solltest du irgendwelche Ideen, Anregungen haben, bitte einfach in die Kommentare und bei den Squad-Building-Challenges echt nicht vergessen, ob sich das lohnt oder nicht. Jetzt starten wir aber erstmal rein in unser erstes Match. Gut, das wäre jetzt die World Tour, A-League, Football League, Ultimate League. Da verändern sich halt die Belohnungen. Punkte für Titel 12, Punkte für Aufstieg 9. Achso, also wenn ich quasi das rechte spiele, Ultimate League, steige ich am schnellsten auf und kriege auch die krassesten Belohnungen. Das heißt, wir müssten da mehrere Partien hintereinander spielen. Gut, das könnte ich aber auch offline dann immer noch ohne dich machen. Ich weiß gar nicht, ob du den Einzelspieler-Modus so sehen möchtest. Ich glaube, wir konzentrieren uns dann eher auf den Online-Modus. Aber jetzt zum Reinkommen zocke ich trotzdem erstmal hier so ganz gechillt ein Match. Weltklasse. Ich glaube, mit dem aktuellen Team. Aber macht das einen Unterschied? Was ich hier nehme, muss ich was Schweres nehmen oder kann ich auch was Leichtes nehmen? Dann würde ich jetzt in dem Fall vielleicht mal so eine goldene Mitte nehmen. Oder Profi. Ja, hier so Profi und 3 Sterne. Ich glaube, das ist doch ganz okay. Deswegen habe ich mir auch heute extra nochmal ja, was heißt heute? Ich werde das, glaube ich, immer so ein bisschen mit reinnehmen, so aktuelle Themen, weil mir das dann doch auch ganz wichtig ist. Aber insbesondere am Anfang, wenn ich jetzt noch nicht so den Mega-Plan habe. Deine Mannschaft ist spielbereit. Weiter. Hat man dann halt noch ein bisschen ein Thema, worüber man quatschen kann. Wir werden das in dieser Folge wahrscheinlich sowieso nicht alles schaffen. So, Trikots. Nehme ich mal hier weiß. Da gelb. Also, die Champions League steht an mit einigen Partien, die ich doch sehr interessant finde. Auch aufgrund
ja, der ein oder anderen aktuellen Formkurve. Da meine ich unter anderem Bayern, Dortmund, Leverkusen, Manchester City. Fangen wir vielleicht erstmal mit Dortmund an. Also Dortmund momentan hat ja, ich würde jetzt nicht sagen eine Krise, aber es läuft definitiv gerade eben nicht so, wie man sich das beim BVB vorstellt. Die ein oder andere Stimme wird jetzt auch schon laut, ob Tuchel der Richtige ist. Allerdings glaube ich, kommt das Ganze eher von außerhalb als vom Verein selber. Denn ich glaube, aktuell auf dem Trainingsmarkt findest du keinen besseren als Tuchel. Also von denen, die jetzt gerade eben zur Verfügung stünden. Ja, aber was ist los beim Verein? Ich weiß es nicht. Also ich schaue mir fast jede Woche auch die Spiele an und wie es verläuft, je nachdem, welche anderen Partien laufen. Und teilweise hat Dortmund natürlich auch Pech, dann natürlich auch Verletzungspech. Aber ihnen fehlt auch manchmal so ein kleines bisschen, wie in einem anderen Verein gerade eben auch, so, ja, der letzte Kampfgeist, der letzte Wille. Und mit dem anderen Verein meine ich gerade eben Bayern. Bayern hat halt jetzt momentan das Glück. Ich bin ganz offen und ehrlich, ich schaue mir die Matches von Bayern gerade eben an und denke mir jedes Mal nur, Alter, wie kann man so Kacke spielen? Es tut mir echt leid. Ich muss es wirklich so sagen. Ne? Also was Bayern momentan zusammenspielt, gefällt mir überhaupt nicht. Insbesondere wenn ich das mit dem System und dem Fußball vergleiche, den Bayern gespielt hat unter Pep Guardiola. Aber der erste Schuss hat aber jetzt gegen Ingolstadt wieder gereicht. 2 Last-Minute-Tore. Da, und dann ist Bayern jetzt, glaube ich, 7 Punkte von Leipzig entfernt. Die verlieren daheim gegen Hamburg. Hamburg gerade eben ja komplett im Lauf. Schöner Kopfball. Hätte ich ehrlich gesagt auch niemals gedacht. Aber kommen wir zu den Partien. Also, normalerweise hätte ich gesagt, wenn Bayern so momentan spielt wie jetzt in der Bundesliga, werden die gegen Arsenal richtig, richtig Probleme bekommen. Aber Arsenal hat jetzt gerade eben natürlich auch eine Schwächephase. Dementsprechend ist diese Partie sehr schwer einzuschätzen. Ich bin gespannt. Ich glaube, beide können sich gegenseitig schlagen. Oh. Shit. Ja, das war kein Elfmeter. Dementsprechend schwierig. Also momentan würde ich fast sagen, wenn Bayern nicht aufpasst, dann könnte es durchaus passieren, dass gegen Arsenal... Ja, da gibt es das erste Tor. Ja, schön reingeflankt und da muss der Keeper einfach drauf gehen. Sonst klingelt's. Also Bayern muss auf jeden Fall aufpassen, so wie sie momentan spielen. Insbesondere in der Abwehr nach vorne wenig Ideen. Müller immer noch in einer absoluten Formkrise, trifft einfach das Tor nicht. Nein, jetzt kommt er noch ran. Gut. Dortmund gegen Benfica. Ich glaube, Dortmund wird in der Champions League, wie immer, warum auch immer das so ist, wieder ein komplett anderes Gesicht zeigen und wird Benfica keine Chance lassen. Das ist wieder typisch. Ich habe wieder kein Glück. Ich habe wieder kein Glück. Also trotz allem hoffe ich natürlich, dass alle deutschen Mannschaften weiterkommen, also sowohl Dortmund als auch Bayern und auch Leverkusen. Leverkusen, oh, es tut mir leid, aber Atletico ist so ein ätzender... Nächste Chance. So ein ätzender Gegner. Bayern musste es in den letzten Jahren das ein oder andere Mal am eigenen Leib erfahren. Ich glaube, Leverkusen hat keine Chance. Ich kann es mir nicht vorstellen. Schöner Schuss, hält er wieder. Flanke. Kriegen wir nochmal die Chance.
Ja, den holt der Torwart runter. Also Bayern, sage ich, kommt weiter, auch wenn ziemlich eng. Dortmund, sage ich, souverän. Und Leverkusen, glaube ich nicht. Wieder leicht unglückliche Aktion. Gut, was haben wir noch für Partien? Real Madrid gegen Neapel. Also wenn da alles normal und formgerecht läuft, dann müsste da eigentlich Real Madrid ganz klar das Sagen haben und weiterkommen. Was jetzt auch ganz schön wäre, wenn wir hier irgendwie es schaffen würden, den Ausgleich zu schießen, ne? Komm, geh. Schön. Flanke kommt. Das war natürlich wieder ein Kopfball vom Allerfeinsten. Ich meine, kleiner Spieler, dass der den nicht richtig drücken kann, ist okay. Aber ein bisschen stärker darf er dann doch kommen. Foul. Wollte gerade sagen, Schiri. Ja, jetzt können wir alles wegdrücken. Geh. Van Basten. Ja, da hinten kann ich mit dem Ball nichts anfangen. Deswegen habe ich jetzt auch nicht schießen gedrückt. Weil das wäre sowieso nichts geworden, ne? Natürlich kannst du mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was du glaubst, wie die Partien ausgehen werden. Soll jetzt Van Basten kommen. Keeper hält ihn wieder souverän. Also man kann, glaube ich, behaupten, es steht hier nicht 1-1, weil der Keeper saugut hält. Ich wollte gerade sagen, wie ein Hühnerhaufen, alle hinterher. Spielaufbau. Rüber. Rein in die Mitte. Die Flanke kommt. Das gibt es doch nicht. Ich krieg den Ball nicht ins Tor. Hey, unglaublich. Schöne Grätsche. Gibt nochmal eine Chance. Na endlich. Mann, rein damit, ey. Ich wollte gerade schon sagen, das kann ja wohl hier nicht sein. Also, 1-1. Van Basten, schöner Kopfball. Ja, dann habt ihr in die Kommentare geschrieben, ihr wollt auf jeden Fall nicht, dass ich irgendwie die Spieler alle kaufe und dass ich so schnell nach oben komme. Und also keine Sorge, ich werde jetzt hier nicht irgendwie mega die Packs kaufen, dass ich nach der dritten Folge schon nur ein Goldteam auf dem Platz habe. Das ist überhaupt nicht das Ziel von diesem Projekt, sondern eher gemeinsam was zu kreieren, zu erschaffen. Natürlich kann man später sich dann mal das ein oder andere Pack kaufen. Aber jetzt zum Beginn auf jeden Fall nicht. Schon gar nicht, solange ich hier noch nicht komplett drin bin in diesem Modus. Also jetzt bin ich schon mal ein bisschen beruhigter. Gut, weiter mit der Champions League. Ich will euch jetzt nicht auf die Folter spannen. Reden wir über die wahrscheinlich interessanteste Partie in dieser Runde. Ah, Barca gegen Paris Saint-Germain. Also ich freue mich erstmal total auf diese Partie. Weil als Fußballfreund kann man sich, glaube ich, davon einfach nur richtig geilen Fußball erhoffen. Wenn dann Paris vielleicht auch noch ein bisschen, ja, Barca unter Druck bekommt. Vielleicht auch durch ein frühes Tor. Na, da hat er Glück. Dann wird es richtig interessant, weil dann kann Barca natürlich auch zeigen, was sie drauf haben. Aber wenn ich jetzt wetten müsste,
Da würde ich ganz klar auf Barca setzen. Ibrahimovic ist ja nicht mehr am Start. Natürlich hat Paris trotz allem immer noch ein saugutes Team. Hätte ich mir ehrlich gesagt für Bayern als Gegner gewünscht. Nicht immer diese Arsenal-Karte, die ja mittlerweile echt... Ja, man muss schon echt einfach sagen, wie es ist, total ausgelutscht ist. Ich kann es nicht mehr sehen. Flanke. Kommt keiner ran. Ich weiß, das dritte oder vierte Mal in Folge? Oder zwischendurch war, glaube ich, einmal Pause. Bayern gegen Arsenal. Aber gut. Die Losfee kann man halt auch nicht beeinflussen. Also hier würde ich ganz klar sagen, dass Barca weiterkommt. Dann haben wir noch Porto gegen Juventus. Das finde ich eine ganz interessante Sache. Weil... Komm. Oh, der wäre nice gewesen. Schade, aber schöner Seitfallzieher. Was ist eigentlich, wenn ich... Achso, wenn ich unentschieden spiele, kriege ich halt bloß einen Punkt. Nee, unentschieden ist dann schlecht. Unentschieden wollen wir nicht. Ich werde mir alleine schon diese aktuellen Themen behalten, weil ich möchte dann auch irgendwann drüber reden, wer kann die Champions League gewinnen. Jetzt momentan finde ich das noch ein bisschen zu früh. Ja, aber so ab dem Halbfinale kann man da mal spekulieren, wer es denn eventuell schafft. Ecke. Also Porto gegen Juve. Ich würde jetzt auf Juve tippen. Einfach, weil Juve eingespielter wirkt. Und auch wesentlich mehr Erfahrung hat. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Alleine mit Buffon hinten drinnen. Mittlerweile, wie alt ist Buffon? Ist doch, glaube ich, auch schon 39, oder? Wahnsinn. Und trotzdem steht er immer noch hinten drinnen und ist einer der Besten auf der Welt. Wenn der reingegangen wäre... das... Nee. Dann hätte ich meinen Hut gezogen. So, hinten rum. Seitenwechsel. Komm, Hinterlauf. Ja, das war jetzt nicht ganz so optimal. Dann kommt wieder der Ballverlust. Noch 18 Minuten, um ein Tor zu erzielen. Van Basten. Das war ein ganz normaler Pass. Ich habe keinen Steilpass gedrückt. Und trotzdem spielt er ihm den so in Fuß. Trotzdem, der Ball ist wieder bei uns. Danke. Was ein Bauerntor. Und Van Basten küsst einmal den Rasen. Einfach draufgelaufen. Und der Verteidiger schießt dem Torwart Room an den Oberschenkel. Auch nicht schlecht. Oh, jetzt nur noch souverän hier das nach Hause schaukeln. Oder eventuell noch ein Tor machen. Auch eine Möglichkeit. Aber die Fitness ist gerade schon merklich. Flanke kommt. Schade. Ja, Manchester City gegen Monaco. Ich denke, da wird City das Rennen machen. Ich will City jetzt nicht die Liga Manik reden, aber ich glaube, der Zug mit der Meisterschaft, der ist abgefahren. Chelsea momentan einfach zu stark. Die haben einfach so einen krassen Lauf. Jetzt kriege ich ihn nicht rüber. Doch jetzt. Ja, nochmal ein Schuss. Komm, ein Tor wäre schon noch nice. Jawohl, also geht doch.
Schönes Ding. 3-1. Die Crunchies. Wir heißen übrigens FC Crunch. Sehr kreativ. Muss ich dann auch mal schauen, ob man hier irgendwie ein Logo erstellen kann. Aber das war wirklich ein sehr schöner Kopfball ins lange Eck. Und wir bekommen ja, glaube ich, 3 Packs, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Oder 3 Objekte. Werden wir dann auch jetzt gleich noch gemeinsam aufmachen. Ja, gut, dass wir das Tor noch gemacht haben. Selbst wenn da jetzt nochmal was passieren sollte, nehmen wir die 3 Punkte mit. Keeper. Also. Das war jetzt natürlich auch wieder nicht schlecht. Ansonsten werde ich, je nachdem, ab irgendeinem Zeitpunkt die Folgen cutten, wenn wirklich gar nichts passieren sollte. Also ich bin kein großer Fan davon, Fußball runter zu cutten, auch wenn er so kurz ist wie hier jetzt. Aber sollte halt wirklich gar nichts passieren, dann sage ich, okay, dann kann ich schon mal die ein oder andere Stelle rausschneiden. Aber ansonsten, ich finde es einfach ganz schön, wenn man ein ganzes Spiel sich anschaut, weil man dann auch einfach die Dynamik, die Emotionen mitbekommt. 4 Tore, das ist doch schön. Letztes Mal haben wir ja gar keins geschossen und auch keins bekommen. Umso mehr Tore heute. 473 Münzen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, online ist genau das gleiche, oder? Wenn ich online reingehe und spiele die Liga, also die 10. auch und gewinne, kriege ich 3 Punkte. Und dann halt bei 9 Punkten steige ich auf. Mannschaftsdebüt. Gut, gut, gut. Dann passt das. Können wir hier wieder raus. Belohnung abholen. So, da haben wir unseren ersten Fortschritt. Dann holen wir uns das noch ab. Setze ein Fitnessverbrauchsobjekt ein. Na gut, das kann ich dann alleine machen. Wir kriegen eh noch nicht alle 14 Manager-Aufgaben. Ich bin dann nochmal gespannt. Kannst du mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Muss ich jetzt nicht warten, bis ich es habe. Wenn man alle 14 Manager-Aufgaben abgeschlossen hat, bekommt man dann neue Manager-Aufgaben und das ist quasi nur so eine Art Einführung. Wow. 3x Spielerfitness bekommen. Wow. Das ist natürlich ein Traum. Ironie. Ja, das können. Komm, machen wir es doch schnell gemeinsam. Wenn wir eh schon hier sind. Wie funktioniert das Ganze jetzt hier? Verbrauchsobjekt anwenden. Nee, halt. Falsche Schultertaste. Aber er hat ja eine Fitness von 99, dann kann ich das ja hier... Ach nee, jetzt hat er eine Fitness von 91. Und da habe ich... Ja gut, dann warte ich aber noch, bevor ich das einsetze. Nee, dann machen wir das jetzt noch nicht. Okay, lieber Sportsfreund, ich würde sagen, wir verbleiben erstmal hier an diesem Punkt. Erster Punkt, Champions League. Schreib's mir in die Kommentare, was denkst du, egal welche Partie. Zweiter Punkt, Road to Glory. Was stellst du dir darunter vor? Ich habe dir meine Vorstellung gesagt. Schreib mir nochmal in die Kommentare, was du damit genau meinst, dass wir da einfach auf einer Ebene sind. Squad Building Challenges. Soll ich das mit reinnehmen? Lohnt sich das Ganze auch gerne in die Kommentare. Ansonsten, ich wünsche dir eine schöne Woche. Viel Spaß mit der Champions League. Endlich wieder internationaler Fußball. Ist dann doch nochmal ein anderes Niveau und eine andere Stimmung und Atmosphäre als in den Ligen. Bis demnächst. Dein Max. Ciao.